So, wir verlieren keine Zeit, geben ruckzuck rüber ins Café und Dunja und zu unseren musikalischen Gästen. Dunja, bitte. Hertz ist zurück mit einem neuen Album, das heißt Desire. Und vielleicht werden Sie sich daran erinnern, ungefähr 7 Jahre ist es ja, da hatten Sie einen Monster-Hit, Wonderful Life, und den hören wir jetzt. She says, don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Ja, das lief wirklich hoch und runter. Das lief hoch und runter im Radio. Hertz also dann später nochmal bei uns mit neuem Material. Jetzt machen wir weiter mit Nachrichten. Erik Mahr, schönen guten Morgen. Und wir haben eine Band bei uns, deren Supersong wir vorhin schon hören durften. Und wir freuen uns sehr auf Hertz. Good to have you here. Great to be here. Are you happy about the new album? Yeah, it feels good, you know. We're super proud of it and really looking forward to getting it out there now. Also er freut sich sehr auf das neue Album und es vor allen Dingen auch präsentieren zu dürfen. An dieser Stelle vielleicht auch der Hinweis, es wird eine Deutschlandtour geben ab November. It's about, I will ask you something as well. Hello. Hey, the album is about pain and pleasure, obviously. Yes. What did you mean by that? Well, these are emotions that everybody feels, and it's we try and make music very honestly. And so we chose to put those two feelings into our music. Okay, also es geht viel um Schmerz, aber auch um Leidenschaft und auch um Lust. Und Sie haben gesagt, beziehungsweise du hast gerade gesagt, das ist eben ein Lebensgefühl, was wir Menschen ja auch in uns tragen. Und das wollten Sie einfach auf der Platte auch verwirklichen. You are very famous in Russia. Do you know the reason? Yeah, I don't really know, you know. I think as a band, we travel a lot. You know, we have a lot of success outside of Britain, and yeah, there's something they seem to like about it, and it's a great thing. Also großen Erfolg auch in Russland. Sie reisen einfach wahnsinnig viel. Außerhalb von Großbritannien haben Sie viel Erfolg, auch in anderen Ländern, auch bei uns. Wir freuen uns drauf. Dann sagen wir jetzt Dankeschön. Jetzt hört's live im ZDF Morgenmagazin. Morgen sind wir wieder da ab 5.30 Uhr. Bis dann. Ready to go. When the reaper comes, I'll be ready to go.